Herzlich willkommen hier am Willy-Bröcker-Stadion des HV Bernakowitz zum heutigen Spiel zwischen der SG Dynamo Dresden und dem FC Oberlausitz Neugersdorf. Applaus für beide Mannschaften, die SG Dynamo Dresden und der FC Oberlausitz Neugersdorf. Oh, die Knupse, ne? Tut mal richtig Applaus machen, damit ihr auch den Weg wieder finden. Minuten bei der Partie SG Dynamo Dresden. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. Viel Spaß! Ja, doch, ja, doch, ja, doch, ja, doch.
Dem FC Oberlausitz Neugersdorf. Dynamo Dresden hat gewechselt mit der Nummer 38. Fadlum Elisi hat den Platz verlassen. Neu auf dem Platz die Nummer 37. Pascal Testro. So, die 54. Spielminute, 2:0 für den FC Oberlausitz. Neugersdorf. Die Nummer 3, der Torschütze Jan Penesch. So, der SG Dynamo Dresden wechselt ebenfalls einige Spieler von den Grünen aus. Neu im Spiel mit der Nummer 3, Marc Wachs. Mit der Nummer 4, Giuliano Modica. Mit der Nummer 21, Hendrik Starostzig. Mit der Nummer 11, Ayas Aosman. Mit der Nummer 33, Marcel Hilsner. Mit der 36, Niklas Hauptmann. Und mit der 30, Stefan Kutschke. Die 79. Spielminute, die SG Dynamo Dresden verkürzt auf 1:2. Torschütze Pascal Testro. Das ist ein bisschen.
Aber wirklich auch, dass der falsche Song gegangen ist. Der Song gegangen? Ja, ja, genau. Jetzt passiert jetzt halt keiner. Jetzt zeigt man es nicht. Starkes Spiel. Ja, das ist oben dann mit Worten, den Schiedsrichter sicherer. Du könntest eigentlich Kommentator hier machen. Pass auf, guck mal. Die 88. Spielminute und wieder hat er zugeschlagen, wieder hat er geknipst. Der Spieler mit der Nummer 37, Torschütze Pascal Tiskot. Das war der Schlusspfiff im Spiel zwischen der SG Dynamo Dresden und der FC Oberlausitz. Neugersdorf, Endstand 2:2. Die 90 Minuten gesehen hast, 2:2 kann man mit dem Ergebnis zumindest am Ende noch zufrieden sein. Wenn man jetzt den Spielverlauf so sieht, sicherlich, aber so muss man ja, die haben eine gute Truppe, die machen seit Jahren gute Arbeit, die Neugersdorfer, und sind ein bisschen schwerfällig ins Spiel gekommen. Wir hatten zwar jede Menge Ballbesitz, aber war nicht zielführend. Und ich glaube, mit fortlaufender Spielzeit hatten wir das Thema im Griff. Wir hatten eigentlich auch genügend Chancen, um das Spiel klar zu gewinnen. Das sehe ich jetzt vielleicht auch das Manko. Ja, das war gefühlte 25 Mal in der Grundlinie waren und vorgefährlichen Räume vielleicht belaufen haben. Du kennst es noch aus eigener Erfahrung, die Spiele jetzt in dieser Woche aus der Hauptbelastung raus. Irgendwann wird dann der Geist vielleicht willig, aber der Körper schwach. Ja. Es kam ja nun, mit den Temperaturen ging es mal bergauf, aber da fangen wir gar nicht an, irgendwelche Alibis oder Argumente zu liefern. Das ist so, und deswegen muss man trotzdem so ein Spiel gewinnen. Wobei der Feinschliff, jedenfalls wurdest du angekündigt, der soll jetzt ab der nächsten Woche gesucht werden. Da wird sicherlich dann auch der Kampf um die Stammplätze ein bisschen verschärft. Ja, der Kampf um die Stammplätze ist am ersten Tag losgegangen. Ja, das sind alles kleine Mosaiksteinchen, und mit jedem Einsatz, mit jedem Training kann ich mich empfehlen. Der Kader ist breit, hohe Konkurrenzsituation da, und das tue ich gut daran als Spieler, wenn ich jede Einheit und jedes Spiel nutze, um auf mich aufmerksam zu machen. Die englische Medien, die sagen, Werdingen hat es für das besser. Keine Gespräche so, also, weil die haben auch schon Gespräche, aber hier nicht. Versuchen wir es trotzdem mal sein. In den 90 Minuten mit 4 Toren. Wäre schön gewesen, wenn alle Tore für uns gefahren wären, aber Müdigkeit hin, Müdigkeit her. Ich habe ja gesagt, dass diese Woche wir da keine Rücksicht drauf nehmen auf die Spiele, aber die Art und Weise hat mir definitiv nicht gefallen. Aber zu wenig Gift, zu wenig Galligkeit, zu wenig auch Freude am Spielen. Mitunter dann auch noch mangelhaftes Zweikampfverhalten. Nee, da werden wir sicherlich drüber reden, und so könnte ich das nicht einfach stehen lassen. Also so ist eine Art und Weise, die ich nicht akzeptiere, und so mag ich Fußball auch nicht. Gibt es da jetzt schon so kurz nach dem Spiel eine mögliche Erklärung dafür, warum das vielleicht so gewesen ist? Die Temperaturen sind wieder hochgegangen. Ja, und die Jungs müssen laufen. Der Radplatz ist auch so groß und der Rasen so hoch. Und Mensch, ja, wir werden 1000 Möglichkeiten haben. Aber ich brauche keine Alibis und ich will auch keine hören.
die Mannschaft ist in der Pflicht, einfach bessere Leistung zu bieten. Jetzt haben Sie gesagt, dass ab der kommenden Woche der Feinschliff einsetzen soll. Inwieweit wird sich das dann auf die Trainingsintensität auch auswirken, beziehungsweise auf die Vorbereitung, gerade auf die nächsten Spiele, die ja vom Gegner, von der Qualität eher noch steigen? Ja, Feinschliff hat ja nicht unbedingt mit steigender Intensität zu tun. Das ist ja ganz im Gegenteil. Ja, eben, genau. Also wir werden schon zusehen, dass wir zu den Spielen deutlich bessere Frische haben. Wenn ja, die Intensität, auch den Umfang werden wir reduzieren, sodass wir dann auch im Spiel diese Ausrede auch nicht mehr gelten lassen können. Gibt es jetzt nach den zwei Spielen diese Woche so die ersten Spieler, die für Sie schon gepunktet haben, was den Kampf um die Stammplätze betrifft? Werden die dann auch demnächst ein bisschen öfter und länger auf dem Feld stehen oder ist das noch zu zeitig? Das weiß ich nicht, vielleicht muss ich auch schon. Okay. Sie haben aber nach der Halbzeit noch länger, oder Erich Berko quasi, oder Erich Berko auf das Feld geführt. Was haben Sie ihm gesagt? Nein, er hatte ja in der ersten Halbzeit einige gute Läufe, wo er den Ball steil bekommen hat. Dann hat er mir zu viel quer gepasst, was auch Tor ungefährlich wurde oder auch war. Wenn er in dieser Position ist, nach innen zieht, er hat einen starken rechten Fuß. Wenn er fünfmal geschossen hätte, wäre fünfmal dran vorbei oder drüber gegangen, hätte ich ja nichts gesagt. Aber man muss es wenigstens versuchen und einfach den Mumm und die Zielstrebigkeit Richtung Tor auch entwickeln. Die erste Halbzeit hat ein gewisser Alesi für meine Begriffe erfrischend gespielt. Wie schätzen Sie ihn ein? Also ja, Einzelkritik brauchen wir jetzt gar nicht machen. Ich glaube, dass er schon seine Schwierigkeiten hat. Aber er kann deutlich mehr. Aber man darf nicht unterschätzen, dass es ja einmal vom Trainingsniveau für ihn schon äußerst anstrengend ist, das zu bewältigen und dann auch in den Spielen danach auch noch umsetzen, ist schon schwer, sollte man nicht zu viel erwarten. Aber habe zwei Tore vorbereitet, ist auch nicht schlecht, oder? Menschen vielleicht Haube? Ja. Ja, der spielt schon die ganze Vorbereitung in guter Verfassung. Das ist eine ernsthafte Alternative für dich. Bitte? Eine ernsthafte Alternative für die erste. Ja, Sie haben mir doch die Aufstellung schon reingeschrieben. Wir haben ja schon gesagt, dass die Mannschaft, die heute aufläuft, ist ja schon Stammmannschaft. Oder war doch Ihr Tier? Fragezeichen. Nein, ist ja egal. Über Ihre Art und Weise brauchen wir nicht diskutieren. Sie schreiben so, als wenn Sie mit mir gesprochen hätten. Das haben Sie nicht gemacht. Hallo. Also, aber ich bin ja gar nicht böse. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.